So, hallo und herzlich willkommen wieder bei KJ Games. Jetzt geht's von den Top-Listen zu den Flop-Listen. Denn ich habe mir jetzt auch ein paar Spiele rausgesucht, wo ich etwas enttäuscht war. Da gibt's auch wieder zwei Videos, einmal die Anspielvideos und einmal die Präsentationsvideos. Das ist das Anspielvideos, also von den Spielen, die ich anspielen konnte und nicht so begeistert war. Nämlich, es geht los mit Assassin's Creed Syndicate. Da war ich ein bisschen enttäuscht vom Anspielen. Es ist einfach wieder More of the Same. Es gibt nicht so viel Neues. Es gibt so eine Art Enterhaken wie bei Just Cause. Ist ganz nett. Oder es gibt es ja jetzt auch bei Mirror's Edge. Und ja, man muss sagen, es sind immer noch die alten Spielmechanik-Probleme, die wir auch schon kennen. Es ist auch noch dasselbe Kamera-Problem und es gibt nicht so viele Neuerungen. Es ist halt wieder ein typisches Assassin's Creed, nichts großartig Neueres, keine Verbesserung leider auch zum Vorgänger. Und deswegen, ich hoffe, sie ändern da noch ein bisschen was, dass es ein bisschen, ja, moderner, frischer und vor allem besser spielbar wird. Dann habe ich auch Mad Max gespielt. Muss sagen, Mad Max hat mich auch da ein bisschen enttäuscht. Die Steuerung war ein bisschen hakelig, hat nicht so gut funktioniert. Es wurde vor allem nichts zur Story noch verraten. Also man weiß nicht, was die Story-Rahmenhandlung ist. Wenn es wieder Film ist, einfach nur Action, dann könnte es ein bisschen dünn werden. Und man muss sagen, das Spiel ist noch nicht hundertprozentig fertig und soll schon im September rauskommen. Bin ich ein bisschen skeptisch, ob das so funktionieren wird, aber mal abwarten. Dann Halo 5, da werden mir jetzt zwar viele widersprechen, aber ich muss sagen, Halo 5 Guardians hat mich jetzt nicht so wirklich überzeugt vom Anspielen vom Multiplayer. Es ist einfach für mich ein typischer Halo-Multiplayer, nichts großartig Besseres und die Spawns fand ich jetzt auch nicht so toll gewählt. Und es war einfach so ins kalte Wasser geworfen. Ich bin jetzt nicht der größte Halo-Spieler, habe nicht so viel Halo gespielt und war ein bisschen überfordert mit dem, was man machen konnte und hatte dabei auch dann nicht so viel Spaß. Und deswegen, ich hoffe, die machen da noch einiges, könnte aber auch wieder interessant werden, ist aber nicht unbedingt so mein Fall gewesen. Ja, und Platz 1 belegt Homefront The Revolution, ist ja schon das dritte Studio, das jetzt daran arbeitet. Es heißt zwar, dass noch ein paar ursprüngliche dabei sein sollten, aber es war ja kurzzeitig auch bei Crytek, deswegen sieht es auch jetzt zwar ganz schön aus, aber es ist halt einfach, ja, so ein bisschen Crysis und ein bisschen Far Cry und das war's. Und nicht großartig Neuerung, okay, oder was heißt Neuerung, es ist eine okay Shooter-Mechanik. Und die Steuerung ist noch ein bisschen hakelig und es sind zwar interessante Ansätze da, die müssen aber jetzt nochmal bestätigt werden, also gezeigt werden, was da so cooles Neues da ist, damit auch die Story ein bisschen vorangetrieben wird und interessanter wird. Und ja, mal gucken, ich bin gespannt, was da noch kommen wird. Es erscheint ja, glaube ich, noch nicht so bald, deswegen mal abwarten. Das war's jetzt mit diesem Video, ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn ja, lasst einen Daumen hoch da. Vergesst nicht, auf dem Kanal vorbeizuschauen, ein Abo dazulassen, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt. Und ja, in diesem Sinne, bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao!